Schönen guten Tag, meine lieben jungen Freunde, so darf ich sie doch nennen. Wir von der CDFS-UPD haben Verständnis für ihre Kritik. Darum führen wir heute mit Ihnen hier den Dialog mit der Jugend. Doch stellen Sie keine Fragen, ich hab was zu sagen und Sie hören zu. In unserem Staat herrschen doch Demokraten und die Demokraten sind wir. Auch in dieser Krise können Sie auf uns vertrauen. Das ist doch nur Name. Was haben Sie gesagt? Nur Name. Aber ich bitte Sie, meine Lieben. Ich war doch noch gar nicht fertig. Geht doch noch weiter. Lassen Sie es mich mal so formulieren, wir denken gar nicht so verschieden. Wir sitzen doch alle im selben Boot, sind eine große Familie. Die Jugend von heute ist gar nicht so schlecht, es sind die Kinder ihrer Eltern. Und die 100.000 arbeitslosen Jugendlichen sind eine kleine Minderheit. Drum Schluss mit der Kritik an der Beschäftigungspolitik. Wer wirklich Arbeit sucht, findet auch welche. Das ist doch nur Lala. Ja, das ist doch wohl nur Lala. Meine Meinung. Nur Lala. Gut, ich versuche es zum letzten Mal. Ich glaube, Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, uns liegt die Zukunft am Herzen. Und diese Grünen haben keine Alternativen. Atomkraft zum Beispiel ist eine saubere Lösung, da wird der Regen nicht sauer. Und unsere Waffen können wir nicht abschaffen, die haben wir teuer bezahlt. Und ich sage nur eins, der Osten ist rot, darum brauchen wir diese Bomben für ein kleines bisschen Frieden. Das ist doch nur Frieden, habe ich gesagt. Ob Sie es für möglich halten oder nicht, liebe Besucher, dieses Argument haben wir bereits ausführlich in den Ausschüssen diskutiert. Eine vorläufige Gesetzesvorlage ist in der dritten Lesung noch nicht dergestalt in den Gremien der demokratischen Parteien abgestimmt worden, dass der Bundesrat sowie der Bundespräsident die Zustimmung bzw. sein Veto nicht länger hinausschieben können, sodass in allernächster Zukunft wollen wir die Wahl gewinnen. Aber selbst wenn wir die Wahl nicht gewinnen, werden wir in der Opposition ungleich härter in die Debatte einsteigen. Und das kann ich auch für die anderen hier vertretenen demokratischen Vertreter ihrer Parteien sagen. Und übrigens, sie sind bereits alle fotografiert und das Haus ist auch umstellt.